Ja, hallo liebe Drohnenfreunde. Diesmal geht es mal um was ganz anderes und zwar um die Farbbearbeitung mit einem Programm. Ich bin gefragt worden, Mensch, André, kannst du nicht mal zeigen, wie du das machst, welches Programm du benutzt und wie du die Farbbearbeitung von deinen Videos machst? Fand ich ganz gut die Idee. Insofern mache ich mal so ein kleines Video, um euch zu zeigen, wie ich das mache. Also ich benutze das Programm Wondershare Filmora, die Version 11, mit der ich schneide. Weil ich damit recht gut klarkomme mit diesem Programm, weil das recht einfach ist und für das, was ich mache, es vollkommen ausreicht. Gut, dann starten wir mal mit der Bearbeitung. Wir haben hier einen Take, den habe ich hier reingezogen und den will ich jetzt farbbearbeiten. Das ist jetzt direkt von der Drohne, von der DJI Mini 3 aufgenommen und ihr seht schon in den Bereichen hier unten ist das relativ dunkel. Es ist auch im Lowlight aufgenommen, also es war schon echt dunkel. Und ich probiere jetzt mal dieses Videomaterial zu bearbeiten. Dafür klicke ich hier einmal drauf, gehe hier auf die Farbkorrektur, dann geht ein Fenster auf. Dieses Fenster werde ich mal groß machen. So, hier hätte man die Möglichkeit, jetzt irgendwelche LUTs auszuwählen oder man kann auch irgendwelche anderen neuen LUTs hier reinladen. Das lasse ich aber weg, weil ich es selber mit euch mal einstellen möchte. Deswegen gehe ich hier oben auf Einstellen und hier hat man gewisse Möglichkeiten. Ich fange meistens an mit dem Schwellwert hier unten, die dunklen Bereiche erstmal ein bisschen anzuheben. Das mache ich mal eben. Und ihr seht auf dem Bildschirm, wie hell es eingestellt werden kann. Ich mache es nicht zu hell, ich lasse es mal so in dem Bereich und gehe jetzt weiter auf die Lichteinstellung und die Farbeinstellung. Das lasse ich erstmal oben so weit weg und fange erstmal an, hier mit den Höhepunkten, Schatten, Weißtönen und Schwarztönen zu arbeiten. Fangen wir mit den Höhepunkten an. Ich ziehe jetzt die Höhepunkte runter. Dadurch seht ihr, wird der Himmel etwas dunkler, wo ich einen Wert nehme zwischen, ja, hier so etwa. Dann gehe ich auf die Schatten. Und ja gut, das machen wir nicht zu hell, das sieht sonst unecht aus. Wir lassen das mal so. Weißtöne, seht ihr oben. Zu sehr ist da nicht gut. Ich gehe ein bisschen weiter runter. Schwarztöne, kann man hier auch noch ein bisschen angleichen. Das lasse ich mal so. Damit habe ich schon den ersten Teil gemacht. Jetzt gehe ich hier oben auf die Belichtung. Und je höher ich mache, desto mehr erstrahlt der Himmel. Das wollen wir natürlich nicht. Da gehe ich minimal runter. Guck, jetzt haben wir eine Helligkeit allgemein. Nein, die lassen wir so. Kontrast geben wir ein bisschen rein, aber nicht viel. Jetzt ein bisschen noch von der Lebendigkeit. So sehr stark. Also ganz leicht. Und vielleicht noch ein bisschen Sättigung. Mal nicht zu viel. Lassen wir auch so. Jetzt könnt ihr hier oben in der Ecke einen Direktvergleich machen, Seite an Seite Ansicht, was ich auch sehr gut finde. Und da seht ihr jetzt vorher und nachher und könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, noch weiter bearbeiten und seht gleich das Ergebnis, wie es dann aussieht. Schauen wir noch mal ein bisschen. Schatten. Ja, so. Ja, ich würde sagen, so ist das schon ganz gut. Viel mehr würde ich da vielleicht gar nicht machen. Genau. Dann klicke ich hier auf OK. Und dann wird es übernommen. Jetzt können wir hier mal einen Schnitt machen. Und auf der Seite werde ich den Effekt mal rausnehmen. Das kann ich hier, indem ich hier den Effekt lösche. Jetzt ist der Effekt da nicht mehr zu sehen. Da ja. Und ich könnte jetzt hier nochmal einen Übergang machen. Da gibt das so ein, der nennt sich Folie löschen. Die kann ich hier reinziehen. Das überlagern lassen. Mal kurz, ja, genau. Und dann schauen wir uns das mal auf dem Bildschirm hier an, wie es denn aussieht. Das ist gleich wie so ein Schieberegler. Ja,
Sehr schön, gefällt mir gut. Ja, das war schon soweit. Klar, man hätte jetzt noch viel mehr einstellen können. Also ich würde normalerweise ein bisschen länger dran sitzen, um das einzustellen. Aber das ist schon mal ein recht gutes Ergebnis, wie ich finde. Insofern, das war es soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich noch irgendwas anderes zeigen soll. Ich wurde zum Beispiel nochmal angeschrieben, André, zeig doch mal, wie du schneidest. Kann ich auch nochmal machen. Würde mich freuen, wenn ihr was schreibt. Insofern nochmal vielen Dank. Gebt ein Like, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Dann bis bald, euer André. Ciao.